Noch nicht, noch nicht. Jetzt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meine lieben Geschwister, wir sind hier live von der Masjid al-Haram in Mekka. Könnt das hier mal alles sehen? Schaut mal hier, die ganzen Geschäfte. Jetzt kommen die Leute gleich alle zum Gebet. Und da denkt ihr sicherlich wieder wie ich, wenn ihr seht, endlich mal wieder normale Leute. Aber ich wollte mit euch über ein extrem wichtiges Thema reden, was insbesondere für uns in Deutschland sehr wichtig ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Surah Al-Baqarah, Vers 159, إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. Das heißt, wahrlich, diejenigen, die das verschweigen, was wir von den Verdeutlichungen und der Rechtleitung herabgesandt haben, nachdem wir es im Buch den Menschen klar gemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden, Salam alaikum wa rahmatullah, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Das ist ganz, ganz wichtig. Was heißt das für uns, liebe Geschwister? Das heißt für uns, liebe Geschwister, wenn wir etwas von der Religion gefragt werden und wir täuschen die Menschen, das heißt, jemand sagt beispielsweise, hör mal, der Pierre Vogel, der hat das und das gesagt. Der hat gesagt, dass der Hijab, Salam alaikum, Achim. Salam alaikum. Der hat gesagt, dass das Gebet Pflicht ist. Der hat gesagt, dass der Hijab Pflicht ist. Man wird danach gefragt. Man verheimlicht das. Oder man lügt sogar über die Religion. Da ist man in großer Gefahr. Es gibt zwei Arten von Verheimlichen. Die eine Art von Verheimlichen ist, dass man es verheimlicht, dass man es einfach keinem sagt. Und die andere Art von Verheimlichen ist, dass man gefragt wird und es dann verschweigt. Und das ist noch schlimmer. Und was noch schlimmer ist, ist, dass man es nicht nur verschweigt, sondern auch noch verdreht und lügt, um einen selber einen weltlichen Vorteil zu bekommen. Und das kann sogar dazu führen, dass man aus dem Islam austritt. Wenn man etwas vom Islam verleugnet, hat man Kufr begangen. Das ist eine ganz klare Angelegenheit, weil man damit den Koran der Lüge bezichtigt. Wenn zum Beispiel im Koran steht, Aqimus Salah, verrichtet das Gebet, weil man irgendwo gut aussehen will, oder Ya Ayyu Rasul, oder Ya Ayyu Nabi, Kulli Aswajika, Wa Banatika, Wa Nisa Al-Mu'minin, Yudnina Alayhinna Min Jalabibihin, Dhalika Anna Ayyu Rafna Fala Yudain. Das heißt, O Prophet, sage deinen Frauen, und deinen Töchtern und der Frauen der Gläubigen sollen sie etwas von ihrem Jilbab über sich ziehen. Dies ist eher dazu ein, dass sie als ehrbare Frauen erkannt werden, ja, und ihnen kein Schaden zugefügt wird. Und du sagst, nee, das steht gar nicht im Koran. Das ist gar keine Pflicht im Islam. Dann verleugnet man den Koran. Dann verleugnet man einen Vers vom Koran. Deswegen, liebe Geschwister, ist das ganz, ganz gefährlich, was auch ganz gefährlich ist. Wo man die Botschaft verschweigt, ist, wenn man zig Jahre mit Nicht-Muslimen zusammenlebt und ihnen den Islam verschweigt. Der Prophet ﷺ hat gesagt, man kataba ilm, man kataba ilm, wer Wissen verschweigt, mimma yanfa'u Allah bihi an-nas fi amri dinihim, yuljama yawm al-qiyamati bil-lijam min-nar. Das heißt, wer ein Wissen verschweigt von dem, was den Menschen in der Angelegenheit ihrer Religion nutzt, der wird am jüngsten Tag wie solche Zügel, ja, vom, wie so ein Pferd diese Dinger hat, aus Feuer bekommen. Stell dir vor, und da sollte sich jeder selber fragen, bei dir in deinem Sportverein, bei dir, und das ist vielleicht, manche mögen das nicht, aber das ist ein Vers aus dem Koran. Nochmal, Sure 2, Vers 55, ihr könnt es selber nachschlagen. Es sind nicht meine Worte, es ist das Wort eures Schöpfers. Wenn man jetzt 10 Jahre mit Leuten zusammenlebt, manche sind sogar mit einer Frau verheiratet und versuchen noch nicht mal, die zum Islam zu bringen. Ich habe einmal mit einem Bruder gesprochen, da hat er mir erzählt, er fährt mit seiner Freundin nach Mallorca.
Da habe ich ihm gesagt, da ging es um einen Tag der offenen Moschee. Da habe ich ihm gesagt, bring deine Freundin doch dahin. Vielleicht nimmt die den Islam an. Wisst ihr, was der gesagt hat? Ja, ich will die sowieso nicht heiraten. Was hat das damit zu tun, ob du die heiraten willst oder nicht? Das hat was mit Menschlichkeit zu tun. Wenn du der Überzeugung bist, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, und das muss jeder Muslim sein. Wenn ein Muslim nicht der Überzeugung ist, dass der Islam die einzig wahre Religion ist, ist er kein Muslim. Und das muss man sich merken. Es geht, man muss den Mut haben, die Wahrheit zu sprechen, auch wenn es Hinz und Kunst nicht gefällt. Man muss den Mut haben, anzuecken. Ansonsten hat man seine Männlichkeit verloren. Allah sagt es im Koran. Inna dini indallahi al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Surah 3, Vers 19. Allah sagt im Koran, Surah 3, Vers 85. Wa man yabtaghi al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirah min al-khasirin. Wer sich eine andere Religion als den Islam wünscht, sie wird von ihm nicht angenommen werden und er wird im Jenseits zu den Verlierern gehören. Im Jenseits gibt es nur Gewinner und Verlierer. Und manche, die zuerst in die Hölle kommen und später ins Paradies. Aber es gibt nur Gewinner und Verlierer. Wenn du ein Gewinner bist, bist du im Paradies. Wo sind die Verlierer? Die Verlierer sind in der Hölle. Das heißt, wer eine andere Religion als den Islam wünscht, der ist ein Verlierer. Der ist wo? Der ist in der Hölle. Wenn man sich das nicht traut, selber zu sagen, dann leitet dieses Video weiter. Teilt dieses Video. Oder teilt Videos von anderen Leuten. Gebt das weiter. Es geht nicht darum. Ja, und ich kann es verstehen. Mir geht es genauso. Es ist nicht so einfach, mit jemandem, zum Beispiel aus der Familie oder von Bekanntschaften, Freunden, dieses Thema aufzumachen. Aber man muss zumindest versuchen, das Thema aufzumachen. Es ist nicht unbedingt angenehm. Aber das Leben ist eine Probe. Das Leben ist nicht zum Vergnügen da. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Tabarak alladhi bi yadi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-maut wal-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gepriesen, segensreich ist derjenige, dessen Hand die Herrschaft ist und der Macht über alles hat, der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Werke begeht. Hier steht nicht, der Leben und Tod erschaffen hat, damit ihr gemütlich lebt und jeder mit euch zufrieden ist. Der Prophet ﷺ hat gesagt, Man iltamasa ridda an-nas bi sakhatillah, sakhatallahu anhu wa asrat an-nas. Wer das Wohlgefallen der Menschen sucht und dabei den Zorn Allahs erregt, so wird Allah zornig mit ihm sein und die Menschen dazu führen, mit ihm zornig zu sein. Es geht nicht darum, mit irgendjemandem glücklich zufrieden zu sein. Das ist erstmal, für uns geht es in erster Linie darum, Allah zu dienen. Für uns geht es in erster Linie darum, die Wahrheit zu verbreiten, zur Wahrheit zu stehen. Wenn ich zur Wahrheit stehe, der soll mich nicht tadeln. Wenn du selber Angst hast und ein Feigling bist, wie gesagt, muss ich ja keiner angesprochen fühlen, dann tadel nicht mich dafür. Dann sag ich, seine Art ist nicht richtig. Der Prophet hat sich hier auf dem Berg Safa gestellt. Der ist dort hinten und hat angefangen zu rufen. Wa subha, hat die einzelnen Stämme gerufen und hat zu ihnen gesagt, was würdet ihr sagen, wenn ich sage, dass ich dort im Tal ein Heer ist, die über euch herfallen wollen. Hier, direkt ein paar hundert Meter entfernt. Und er sagte, würdet ihr mir glauben? Und da sagten sie, Nam, Majarabna Aleka Kediba, wir haben von dir nie eine Lüge erlebt. Da sagte er, Fa'inni Nadiru Lekum Beina Yadi Adhabin Shadid, so bin ich euch ein Warner vor einer heftigen Strafe. Klartext gesprochen. Und dann hat er die einzelnen Stämme gerufen. Ja, Beni Fulan, ja, Beni Fulan, ja, Beni Fulan. Und jedes Mal gesagt, Ankidu an Fusakum Inna, rettet eure eigenen Seelen vor dem Höllenfeuer. Oder kauft eure eigenen Seelen vor dem Höllenfeuer los. Das ist die Botschaft, die der Prophet gebracht hat. Wenn wir in Deutschland leben und die Botschaft verschweigen, dann sind wir verflucht von Allah. Das ist, nochmal, ich sage den Vers, Surah 2, Vers 159, deswegen die Dawa ist nicht irgendwas Freiwilliges.
Jeder muss versuchen, auf seine Art Dawa zu machen. Und die Dawa war noch nie so einfach wie heute. Du kannst heute Dawa machen, indem du einfach ein Video über WhatsApp verschickst. Du kannst heute Dawa machen, indem du jemanden ein Auto einlädst und zur Moschee fährst. Du kannst heute Dawa machen, indem du ein Buch verteilst. Das konnten die früher nicht. Früher musstest du privat mit jedem reden. Heutzutage hast du eine andere Möglichkeit. Merkt euch diesen Vers. Wenn wir nicht zur Botschaft rufen, wenn wir in Deutschland leben und verschweigen die Botschaft, sind wir verflucht. Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil-kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Suche 2, Vers 159. Ihr könnt es selber nachschlagen. Wahrlich, die, die das verschweigen, was wir von den Verdeutlichungen der Rechtsherren herabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen im Buch klargemacht haben, jene wird Allah verfluchen und die Fluchenden werden sie verfluchen. Wir haben also keine Wahl. Deswegen, Alhamdulillah, da ist hier das Gebet. Jeder von euch sollte darüber nachdenken, was er selber für diese Botschaft tun kann. Wir haben nicht verloren. Es ist ein bisschen zurückgegangen. Es ist ein bisschen, Möglichkeiten sind weggegangen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala sagt, diese Tage von wechselndem Triumph und Niederlage, wechseln unter den Menschen. Damit er die Gläubigsten von euch herausstellt und von euch Shuhada, Märtyrer nimmt. Das heißt, es gibt Niederlagen, es gibt Rückschläge, aber das ist das Leben. Wichtig ist, dass du in einem Zustand stirbst, wo Allah subhanahu wa ta'ala mit dir zufrieden ist. Und nicht in einem Zustand stirbst, wo irgendjemand mit dir zufrieden ist, mit dem Allah nicht zufrieden ist. Dass du in einem Zustand stirbst, wo irgendjemand mit dir zufrieden ist, der nicht mit der Religion Allahs zufrieden ist. Allah sagt in Surah 2, Vers 120, وَلَنْ تَرْدَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّ تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ. Die Juden und Christen werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du ihrem Weg folgst. Bis du ihrem Weg folgst. Und was ist, wenn du ihrem Weg folgst? Wenn du ihrem Weg folgst, bist du verloren. Das ist das, was wir kapieren müssen. Es geht um vieles. Der Prophet hat gesagt, es wird eine Zeit geben, wo diejenigen, die an der Religion fest sind, wie jemand ist, der an einem brennenden Kohlestück festhält. Oder wie zu sagen, so einen glühenden Stein festhält. Das ist das, was wir, liebe Geschwister, unbedingt verstehen müssen. Das ist das, was wir verstehen müssen. Es ist keine Spielerei. Man muss aufwachen, bevor es zu spät ist. Denn wenn du aufwachst, wenn du im Grab bist, dann ist es zu spät. Kullu nafsin dha'ikatul maut wa innama tuwaffawna ujurukum yawm al-qiyama faman zuhzi anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Jede Seele wird den Tod kosten und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Und wer dann vom Höllenfeuer weggebracht wird und im Paradiesgarten hineingebracht wird, der hat wahrlich gewonnen. Deswegen, deine Sorge muss sein, dass du in dem Zustand stirbst. Du bist seit 10 Jahren mit deinen Freunden, bei deiner Arbeit, bei deinem Zumala am Arbeiten. Du hast niemandem von dieser Religion erzählt. Jetzt haben wir Erwähnung, und ihr könnt ihr live mitbekommen. Salam alaikum wa rahmatullahi wa Pakistani. Hayya al-salah.
Ja, ja. È abbandonata la parola. Germany. Salam alaikum. Zayf. Salam alaikum. Wollte ich nur kurz gesagt haben, die Dua, damit ihr die auch direkt mit habt, inshallah. Das ist immer ein bisschen anstrengend für mich, wenn ich zum Schmecker und Bediener gehe. Ja. Und das sehen, inshallah. Sag mir nachher an Ikhwa. Udullah Ali, Udullah Ali. What is his name? His name? Pierre Vogel. Ja? Pierre Vogel. Hallo, warum noch? Pierre Vogel. He's very famous. Famous? Yeah, very famous. Very famous. Okay. Where? Huh? Where? Social media, yeah. Ich wisst, ich verabschiede mich von euch, inshallah. Ihr seht das hier alles. Wir müssen jetzt zum Gebet gehen. Alhamdulillah. Macht Dua für uns und verbreitet die Botschaft in Deutschland. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.